Willkommen zum zweiten Teil des Erklär-Bär-Videos zum Thema Sportbremsanlage, Unterschiede zu Serienbremsanlage, Vorteile, ne, etc. pp. Fangen wir erstmal an mit Stahlflexbremsanlagen, wie wir hier welche haben. Die werden serienmäßig, die werden mitgeliefert bei K-Sport. Aber ich denke mal, es sind schon so ein bisschen universal, muss man sagen. Hier ist auch mit Zulassungsnummer und sonst was drauf. Weil, das sieht man auch daran, also man hat die Länge, denke ich mal, eingehalten. Ich werde es mal bei der Montage vergleichen mit Serienbremsanlagen. Das sieht man auch hier an sowas. Ne? Das ist der Halter, was ich auch gut finde, dass wenigstens ein Halter dabei ist. Und da, es gibt sogenannte F- und E-Nippel-Anschlüsse von Serienbremsanlage. Ich weiß jetzt nicht, welchen Nippel hier drin ist, aber aus irgendwelchen Gründen scheint dieser wohl nicht passend zu sein, weil wir haben ja hier einen Adapter dabei, ne, den kann man wegschmeißen, den kann man logischerweise eigentlich hier hinten reindrehen, oder ist das Linksgewinde? Ja, kann man hier hinten reindrehen, diesen Adapter, dann haben wir das hier. Hier ist ja die Vertiefung, wo sind halt jetzt Bleche mitgeliefert, aber wo man eigentlich original diese Halter hat, wo dann die starre Metallleitung reinkommt mit der Überwurfmutter. Ich denke mal, das ist ein anderer Bördel hier unten drin. Und daran sieht man, dass die Schläuche, ich sag mal, auch teilweise eher universell hergestellt sind und eben mit solchen Möglichkeiten auf zum Beispiel Opel angepasst werden. LML ist der Hersteller, DOT LML, also keine Ahnung. Ja, kenne ich nicht. Die sind einfach nur schwarz, nicht mit nicht mit Gewebe umzogen. Ich denke mal Teflon, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall kein Gummischläuche, sind definitiv Stahlflats, weil die auch so dünn sind. Hier unten ist eben der Anschluss am Sattel, der was ganz anderes ist. Ich weiß nicht welche. Da oben. Oh, ich glaube, das hier oben hat ist gar kein doch muss ein Nippelanschluss sein, sonst hätte man nicht tief. Egal, auf jeden Fall werden solche Adapter mitgeliefert, damit das auch auf Opel passt. Vorteil: Stahlflex-Bremsleitung zur normalen. Und Nachteile vielleicht. Was ist jetzt der Vorteil von diesem Ding gegenüber euren Gummischläuchen? Warum soll ich auf Stahlflex umrüsten? Also, dadurch, dass Stahlflex-Bremsleitung, wie der Name schon sagt, meistens ein. Fangen wir anders an. Die Stahlflexleitungen bestehen eigentlich auch aus Gummi. Aber um diese Gummileitung ist ein Stahlflex, also ein Stahlgewebe drum gesetzt oder Teflon, was auch immer, wodurch die Bremsleitung nicht mehr dazu neigt bei einer Bremse. Muss man vorstellen, wir üben ja beim Bremsen einen Druck in der Bremsflüssigkeit aus. Und die Gummileitungen würden sich erstmal so ein bisschen ausdehnen, bevor sie den Druck zum Bremssattel leiten. Diese Ausdehnung wird bei einer Stahlflex-Bremsleitung verhindert. Dadurch ist der Druckpunkt und die Dosierbarkeit der Bremse besser. Ich merke es bei Edgar Stahlflex-Bremsleitung, die Bremse ist viel fester und ich finde auch angenehmer zu bedienen und zu fahren. Also es ist wirklich sehr angenehm, mit Stahlflex-Bremsleitung zu fahren. Ein weiterer großer Vorteil ist, die sind sehr haltbar. Normalerweise sollte man spätestens alle 10 Jahre Gummileitung, Bremsleitung austauschen. Macht keine Sau. Soll man aber spätestens machen. Stahlflex-Bremsleitungen halten viel, viel, viel länger. Eigentlich unkaputtbar. Und man verhindert durch diesen Außengewebe sonst was, dass durch Diffusion, Feuchtigkeit durch die Leitung. Bei Gummischläuchen und Diffusion durch kleine Risse kann Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit durch die Bremsleitung in den Bremskreislauf kommen. Das verhindern wir hiermit auch. Somit hält die Bremsflüssigkeit auch ein bisschen länger. Wir haben nämlich einen Punkt eliminiert, wo Feuchtigkeit eintreten kann. Nachteil von Stahlflex-Bremsleitung, der Preis. Meistens ist der Preis 3 bis 4 Mal höher, als wenn man sich Serienbremsschläuche holt. Aber ne, man investiert den Effekt nur einmal. Deswegen habe ich ja auch hinten mir Bremsschläuche aus Stahlflex anfertigen lassen für
den Ascona die Sonne reinkommt. Ja, das ist eigentlich schon der Vorteil von Stahlflexleitung. Nachteile gibt es, wie gesagt, bis vor auf den Preis nicht wirklich. Oder wenn sie wie bei Gutreit scheiße passen. Das sind die Nachteile dann. Ja. Gut. Stahlflexbremsleitung gibt es. Sogar nochmal drauf. Stahlflexleitung gibt es eigentlich zu 99% mit Gutachten. Oder man kann sie sogar Einzelanfertigung erstellen mit Gutachten. Selbst für ältere Fahrzeuge wie Ascona C, Kadett E etc. pp. Gibt es Gutachten für Stahlflexbremsleitung. So, ich pack das mal ein, wir sehen uns gleich wieder. Nun zu den geilsten Sachen, der den Bremssattel an sich und der Befestigungsvariante. Wie ihr ja wisst, die Bremssättel sind, wie auch schon bei den Reibringen der Bremsscheiben, alle gleich. Die Bremssättel gibt es nicht in anderen Ausführungen für irgendwelche für Fahrzeuge. Also normalerweise passt ein Serienbremssattel nicht auf jedes Fahrzeug. Normalerweise. Man hat diesen Abstand ist unterschiedlich, die Löcher sind meistens unterschiedlich. Deswegen kann man nicht einfach jeden Bremssattel in jedes Fahrzeug bauen. Viele sind übergreifend, wie zum Beispiel GTO-Sätte bei GM, dann passen sie wohl. So, da K-Sport aber sich auch gedacht hat, was ja auch ganz logisch ist, wir produzieren jetzt nicht für jedes Fahrzeug einen Sattel, damit es auch an dieses Fahrzeug passt. Ne? Also für Opel einen eigenen Sattel produzieren, für BMW einen eigenen Sattel produzieren, etc. pp. Das machen wir nicht, sondern wir machen eine Halterung. Hier hinten seht ihr die Verschraubung, eine Verschraubung, womit wir dann mit sogenannten Sattelhalter jede Bremse passt. So, müsste das, ja, von außen kommt die Schrauben rein. Vielleicht machen wir das mal einfach, ich frage jetzt nur, welche sind. Nach der Länge zu urteilen würde ich sagen, sind diese die zum Befestigen. Hier liegen übrigens, das ist auch eine interessante Sache, hier liegen noch Unterlegscheiben des Todes dabei. Guck mal wie viel hier. Ne? Da ist wie hier Trillionen Unterlegscheiben. Warum? Weil wir mit diesen Unterlegscheiben, das ist jetzt kein Witz, den Sattel ausrichten müssen, damit der auch 100% mittig ist. Fertigungstoleranzen, was auch immer, ich weiß es nicht. Aber so ist es. So, wie ihr seht, ne, das kommt so rein. Aber das werdet ihr bei der Montage dann sehen, wenn wir es machen. Nur die Frage, kommt der so? Oder so? Ich würde behaupten, so. Da muss ich nochmal gucken, wie rum genau. Es ist nur ein Beispiel, Leute. Ne? Also jetzt nicht gleich haten und sagen, so falsch, Junge. Es dient jetzt nur als Beispiel, damit man das mal sehen kann. Ne? Wir werden natürlich mit Drehmoment angezogen, etc. pp. Damit das alles korrekt ist. Wir finden, packen schon mal gut. Also meine ich jetzt wirklich positiv, dass es jetzt hier nicht weitergeht. Ich habe ja immer keinen Imbus. Da ist ja nochmal los haben wir. So. Und das ist jetzt das ganze Geheimnis. Hier kommt das an den, ne? Hiermit wird es einfach nur ans Federbein gemacht und fertig. Das ist für jedes Fahrzeug spezifisch. Jedes Fahrzeug, das passt ja auf fast alle Opel mit 4x100. Der Sattel ist gleich. So. Erstmal das zu dem Thema. Großer Unterschied zur Serie. Jetzt gibt es einen riesigen Unterschied auch zur Bauform. Das ist ein sogenannter Festsattel.
werden eigentlich in Serienfahrzeugen mittlerweile nicht mehr verbaut, wurden früher verbaut. Jetzt werden sich Leute fragen, wenn diese Sportbremsanlagen, Festsättel verbaut haben, ne? Und früher wurden in Serienfahrzeugen die auch verbaut, dann müssen die auch besser sein. Warum hat man jetzt heutzutage auf sogenannte Schwimm- oder Faustsättel, weil sie aussehen wie eine Faust, auf Faustsättel umgebaut? Ich habe hier mal einen Link, zufälligerweise, das ist jetzt kein Witz, hatte mal einen Faustsattel, auch der ist aber dreckig. Muss man mal Handschuhe holen, Augenblick. Dr. Aski, bitte, bitte. Ne? Also, jetzt wird es interessant. Also, manche Leute sollten jetzt ein paar Sachen klar werden setzen. Das ist ein sogenannter Schwimmsattel, auch noch ältere Ausführung, Faustsattel. Wieso ältere Ausführung? Die heutigen Schwimmsättel bestehen aus zwei Teilen meistens, sprich dieses Teil, womit der Sattel befestigt wird, ist wie bei dem einzeln geschraubt. Und dann sind hier zwei Führungsstifte hier oben drin, wo der Sattel drauf läuft. Der Sattel ist ein Teil und läuft auf diese Schiebehülsen, die da gar noch gehen. Hier sieht man es. Der schwimmt auf diese Schiebehülsen. Die vergammeln eigentlich zu 99% immer fest und dadurch hängt die Bremse. Also eigentlich eine scheiß Ausführung. So. Jetzt sollte euch Folgendes auffallen als Unterschied zwischen diesen beiden Bremsen. Ich möchte die jetzt nicht anpacken, weil, ne? Wir haben einen Kolben und relativ wenig Material hier drum. Hier haben wir Kolben auf beiden Seiten. Wir müssen eine Leitung haben, um beide Seiten zu versorgen, damit die Kolben auch funktionieren, und wir haben viel, viel mehr Material. Und jetzt soll euch klar sein, warum man auf Schwimmsätze gegangen ist. Weil es billiger ist. Früher, zum Beispiel Ascona Matabe, gab es Festsättel. Die sahen ungefähr von Größe aus wie hier, waren aber komplett zu, hatten das nicht, nur eine Verschraubung, und hatten sogar zwei Kolben. Nein, die müssen zwei Kolben haben, weil sie ja nicht schwimmend gelagert sind. Sprich, sie hatten links und rechts einen Kolben und haben die Bremsbeläge an die Bremsscheibe gedrückt. Aber dadurch, dass die entweder eine äußere Leitung haben mussten oder innen Kanäle gefräst haben mussten, damit die Bremsflüssigkeit von den linken Kolben zum rechten kommt und man zwei Kolben hatte, waren sie zu teuer einfach. Deswegen ging man auf die Schwimmvariante. Schwimmsattel, wie funktioniert's? Also der Kolben geht vor, drückt den inneren Belag an die Scheibe, und im Moment. Arbeit. Ach, immer diese Arbeit. Jetzt habe ich Schwachkopf den Handschuh auf links gedreht und angezogen. Egal. Also, fangen wir an. Wie funktioniert Schwimmsattel? Wenn der Kolben rausfährt, drückt er den inneren Belag an die Bremsscheibe. Der innere Belag hat immer als erstes Kontakt mit der Bremsscheibe. Und im Moment, wenn hier Druck auf den Belag ausgeübt wird, wandert dieser Teil des Sattels zurück und drückt den äußeren Belag dran. Es wäre jetzt schöner zu erklären mit diesem Zweiteiligen, mit diesem Bügel. Vielleicht, wenn ich die Zeit habe und in der Halle bin, dann nehme ich das auf und blende das jetzt nochmal ein, um das besser zu erklären. Aus dem Grund sind Verschleißkontakte oder Warnanzeigen auch immer am inneren Belag, weil der als erstes an die Scheibe gedrückt wird und meistens mehr Verschleiß hat als äußer. Das ist auch der Nachteil von dieser Schwimmsattelsache. Die Beläge werden immer ungleich ablaufen. Bei manchen Herstellern mehr, bei manchen merkt man es nicht so. Und wenn diese Führungsstifte wie hier hängen, nicht vernünftig sauber gemacht wurden, etc. pp., kann es sogar sein, dass der Schlitten nicht mehr richtig zurückfährt und dann der äußere Belag dauerhaft schleift, und da dort kein Verschleißkontakt ist und man es nicht merkt, kann es passieren, dass der Belag irgendwann mal bis auf Trägerplatte runter ist und die Bremsscheibe kaputt macht. Und dann darf man Bremsscheibe und Beläge tauschen, plus vielleicht noch den Sattel überholen oder neu holen, weil der gefressen hat. Das ist der Nachteil bei dieser Schwimmen-Variante. Es ist zwar billiger zu produzieren, billiger für den Hersteller, aber ich sag mal so, für den Otto-Normalverbraucher
mit ein paar Nachteilen versehen. Wobei es gängige Technik ist. Selbst die GTO-2-Kolben-Sättel, die ich habe, sind Schwimmsättel. Nur, dass sie zwei Kolben ineinander haben, weil die Belege größer sind. So. Das ist der Unterschied zu den 99% normalen, sagen wir 95% normalen Bremssätteln, die es auf dem Markt an euren Fahrzeugen gibt, und solchen Bremssätteln, Festsätteln, Sportbremssätteln. Die findet man dann auch wieder bei Sportmodellen, Mercedes, OPC. Warum ist das jetzt ein Festsattel? Also, es muss ja ein Festsattel sein, weil ein Schwimmsattel lässt sich nicht mit so viel Kolben realisieren. Wir haben zwar die GTO-Bremsanlage mit zwei Kolben auf einer Seite, aber mehr geht in dem Moment nicht. Und durch diese Form, wie gesagt, die schwimmende Lagerung, dass erst der Innerbelag angedrückt wird, dann der Schlitten drüber geht, dann der äußere, hat man auch nicht so einen guten Druckpunkt. Was man im Motorsport natürlich nicht haben will. Man muss ja vorstellen, diese Hohleistungsbremsanlagen sind natürlich für eigentlich auch Motorsport gedacht. Dadurch haben wir den Festsattel mit jeweils zwei Kolben hier in dieser Ausführung mit zwei Kolben auf jeder Seite. Haben wir einen viel besseren Druckpunkt, da nichts sich erstmal bewegen muss. Das ist der Vorteil von einem Festsattel. Des Weiteren, wie gesagt, kann man viel mehr Kolben auf einer Seite verbauen. Es gibt bis zu 8 Kolben Bremsanlagen, also 4 auf jeder Seite. Mehr Kolben haben den Vorteil, man könnte sagen, ein riesigen Kolben geht natürlich nicht, weil irgendwann passt hier auch kein großer Kolben mehr rein. Aber mehrere kleine Kolben haben auch den Vorteil, dass sie wenn sie den Belag randrücken, die Kraft auch mehr verteilen und somit auch besser den Belag auf die Scheibe drücken können und der sich auch nicht so verkantet, weil ein großer Sattel in Mitte und wenn dann der Belag oben und unten rausguckt, kann dazu neigen, dass er sich verkantet. Das ist auch der Vorteil davon. Auch Gewicht ist eine Sache. Wenn wir jetzt einen Schwimmsattel aus Grauguss in dieser Größe machen würden, könnte ich den wahrscheinlich nicht in der Hand halten. Der Schwimmsattel mit zwei Kolben, den großen, von der GTO-Bremssage, ist auch schon das Aluguss, wie dieser hier. Das ist auch Aluguss. Vorteil von Aluguss ist auch bessere Wärmeabfuhr. Viel besser Wärmeabfuhr, weniger Wärmespeicherung. Nachteil nämlich bei diesen Festsätteln ist, dadurch, dass die Bremsflüssigkeit, wie man hier sehen kann, von einer Seite zur anderen geführt werden muss, ist hier viel Bremsflüssigkeit drin, die heiße Bremsscheibe in der Mitte, alles kann sie mehr aufheizen, also das Risiko, dass die Bremsflüssigkeit überhitzt wird, ist bei Festsätteln mehr gegeben als bei Schwimmsätteln, aber durch diese Alu-Beschichtung, also durch das Alu, wird natürlich, ja, wie soll man sagen, die Wärme besser abgefüllt. Nimm mal den Halter hier ab. Dann lässt sich das auch ein bisschen besser alles zeigen. Moment, wir sehen es gleich wieder. So, jetzt sieht man es genauer. Hier, wie gesagt, die Bremsflüssigkeit wird hier einmal umgeführt und dadurch kann sie mehr erhitzt werden, aber durch das Alu-Material wird die Wärme auch sehr gut abgeführt. Ja. Vorteil dieser Sättel. Also, bei Schwimmsätteln kennt ihr es ja, man muss sie abschrauben teilweise oder wenigstens ein Ding lösen, dann kann man sie nach oben klappen. Bei denen kann man die Bremsbeläge wechseln, ohne sie loszuschrauben. Wir müssen nur diesen Stift, also diese Klammer raus, dann diesen Stift raus, dann kann man die Beläge auch tauschen bei Montage. Vorteil gegenüber Serie, weiß ich nicht. Aber wir kommen jetzt mal grundlegend mal auf noch konstruktionsbedingte interessante Sachen an diesem Sattel. Wie gesagt, es ist ein Festsattel, aber früher kannte man es ja bei den, ich weiß hier, der Dreck von der anderen Seite, man kennt es ja eigentlich bei den meisten, oder ich kenne es eigentlich nur so bei den Serienfestsätteln, dass sie zweigeteilt sind. Sprich, die sind zweigeteilt, hier sitzen dann auch O-Ringe drin eigentlich, weil die Bremsflüssigkeit wird nicht wie hier über dieses Rohr, sondern intern von links nach rechts getragen zu den Kolben. Deswegen sind sie auch zweigeteilt, sind verschraubt
Und diese Sache kann dazu führen, ne? Nein, diese Sache kann dazu führen, dass sie hier undicht werden können. Oder wenn die Schrauben auch nachgehen sollten, förmlich der Sattel auseinander sich ziehen kann. Weil die Kolben drücken ja drauf und dann ziehen die auseinander. Man sieht das bei günstigen China. Es gibt auch einen China Brembo-Sättel, also keine echten Brembo-Sättel, sondern es sind China-Sättel. Da sieht man das, da gibt es auch Videos, vielleicht finde ich das, dann blende ich das ein, wie der sich auseinanderdrückt. Also er wird nicht unbedingt undicht, aber es sieht schon wild aus. Und das hier ist so ein Forge gefertigt, das heißt, der Rohling ist aus einem Teil gegossen, wie ihr seht, und mit einer speziellen CNC-Maschine, ich denke mal, das sieht so aus, so ein Arm so rein, werden hier die Dinger gefräst, alles gefräst, und somit haben wir nur ein Teil. Diese Bauform ist, wie gesagt, auch diese Besonderheit auch von diesen Bremssätteln. Ich finde es, wie gesagt, optisch schöner. Zum Beispiel StopTech sind immer zweigeteilt noch oder Movit. Sie sind nicht schlechter als, also man muss nicht meinen, wenn sie zweigeteilt sind, ist die Bremswirkung schlechter als eingeteilt. Also ein Teil. Die Bremsleistung ist nicht schlechter. Ich finde es aber optisch schöner, wenn hier kein Schlitz ist und keine Verschraubung. Also die wirken einfach cleaner und schöner. Ja, jetzt habe ich mich ja für Staubschutzmanschetten entschieden, die ja nicht gerade so wenig Aufpreis gekostet haben. Die sieht man ja hier, die relativ dick sind. Warum? Warum gibt es die mit und ohne? Also, es gibt die ohne wegen Rennsport, weil diese Bremsanlage nutzt man ja meistens auf Rennsport. Das Problem ist nämlich, wenn du richtig Kasala gibst, ne? Und die Bremse wird unglaublich heiß, können diese Gummimanschetten wegschmelzen, wegbrennen. Die können hier sich wegschmelzen. So, seht ihr es. Diese Gummimanschetten können schmelzen. Wenn man heftige Belege hat, richtig die Kuh fliegen lässt, können die schmelzen. Was natürlich kein Vorteil ist, wenn du verbranntes Gummi auf den Bremskolben hast, das ergibt alles keinen Sinn. Und es kann brennen dann. Gummi brennt ja schön und die Bremse brennt dann. Deswegen gibt es diese Sättel auch ohne Staubschutzmanschetten für den Rennsport. Im alltäglichen Betrieb mit Sand, Salz und sonst was, wobei die Sättel nie Salz sehen werden, ist so eine Manschette einfach wartungsfreundlich. Und wenn man doch mal planen sollte, die Bremsanlage zu verkaufen, weil man sie nicht mehr möchte und man möchte einen größeren Sattel haben oder man steigt ganz um, lassen sich solche Sättel auch besser verkaufen, weil sie ja eher für Straßenautos zugelassen sind. Das ist eigentlich der Unterschied, warum es die mit und ohne Staubschutzmanschette gibt. Ja, außer dass sie richtig geil aussehen, gibt es eigentlich nicht mehr so viel zu sagen. Man sieht aber auch, dass die Sättel eben für links und rechts gleich gefertigt werden. Woran man sieht, wir haben hier die Vertiefung von dem Rohr, sprich in dem Sinne werden die Nippel hier hingeschraubt, das Rohr dahin und schwupps haben wir die andere Seite. So einfach geht's. Nur irgendwie, glaube ich, das Logo ist dann auch andersrum gedruckt. Das ist, was stand hier drauf? Left. Ja, das ist links. Letztes Mal wusste ich ja nicht, ob der Sattel vor oder hinter dem sitzt. Ich weiß noch nicht, ich meine, der sitzt dahinter. Skoda C-Bremse. Ich meine, der sitzt dahinter. So, das merke ich, keine Ahnung, das ist jetzt nicht in meinem Kopf drin. Das, wie das Ding ist irgendwie. So, wenn wir das jetzt mal hier so angucken, dann sitzt der vorne. Ja, Astra F genauso. Der sitzt also vorne. Das heißt, left, wenn er vorne sitzt, links, dann so. Ja, dann ist das linke. Ja, passt das ja also. Nippel nach oben. Ja. Hier sehe ich gerade auf Bildern auch die GTO-Bremse. Wie gesagt, die kommt auf unserem Omega. Die fliegt ja beim Ascona runter und kommt auf Omega die GTO-Bremse. Die 2 kommt. Gut, mehr gibt es eigentlich auch nicht mehr zu erklären. Ich hoffe, dass ich euch so ein bisschen helfen konnte und so ein paar Infos geben konnte. Wenn ihr noch Fragen habt oder sagt, Moment mal, das hast du ja gar nicht im Video behandelt, mich würde das mal interessieren, schreibt es unten rein.
Also noch ein Nachtrag, ich werde Sportbremsflüssigkeit verbauen. Warum? Nicht, weil ich die brauche, weil so viel Hitze erzeuge, weil Sportbremsflüssigkeit hält mehr Hitze aus, sondern weil ich der Meinung bin, wenn man sich schon so eine Scheiße kauft und so einen Scheiß einbaut, im positiven Sinne, dann kann man sich auch eine Sportbremsflüssigkeit direkt holen und was dazu sagen. Das heißt, die komplette alte Flüssigkeit kommt raus. Und dann wird die Sportbremsflüssigkeit gekauft, die Leitung gespült damit und dann auch aufgefüllt. Mal gucken, irgend so eine coole, auch optisch coole. Also ich finde, man muss so ein bisschen die Klöten raushängen lassen, weil so hat also so eine blaue Bremsflüssigkeit. Ich weiß nicht, was da so gibt. Ich gab mal von AT diese Blue, die war richtig blau. Irgendwie so geil, so giftgrün oder gelb würde passen. Hört sich jetzt bescheuert an, aber ich finde... Das sieht man am Ende nicht, ne? Man sieht es nur im Video, ist dann eine coole Sache, finde ich. Kostet vielleicht ein bisschen mehr, aber kostet ja auch ein bisschen mehr, ne? Also wie gesagt, bei so einem Scheiß kann man ruhig mal die Klöten raushängen lassen und auch mal sowas in Angriff nehmen. Gut. Ja, und der nächste Teil würde jetzt sein, diese Bremsanlage zu verbauen. Da ich aber bis jetzt, wir haben den 6.10., bis da, wann das aufgenommen wurde. Stand 6.10. Ja, übrigens, hier sieht man den Konstrukt, die Feder, also Belag wird hier reingesetzt. Wir haben hier diese Führung, die muss auch sauber sein. Wir haben hier diese Führung, die kann man, denke ich mal, fetten hier. Die sind auch ein bisschen gefettet. Und dann wird das Ding mit dieser Klammer so reingesetzt, dass sich das, man sieht, das biegt sich hier so ein bisschen, biegt sich so ein bisschen, den Bremsbelag reindrückt. Nein! Aber der nächste Teil wäre jetzt eigentlich die Montage von diesen Setten. Das werde ich aber nicht in der alten Halle machen. So verrecken werde ich nicht in der alten Halle machen, weil ich mir da Zeit lassen will, wirklich. Es ist so eine geile Sache. Mir geht da wirklich einen ab. Ich finde die so geil, die Bremse. Das möchte ich nicht an einem Samstag, wenn ich dann Zeit habe, in die Halle zu gehen, schnell zusammenzunudeln, weil ich vielleicht sonntags keine Zeit habe oder jemand anders in der Halle muss. Habe ich keinen Bock drauf, will mir Zeit lassen. Deswegen, das werdet ihr leider erst sehen, wenn die neue Halle fertig ist. Und das wird wahrscheinlich erst Ende des Jahres bis Anfang nächstes Jahr sein. Aber deswegen, freut euch drauf, wir haben geile Projekte, geile Videos werden kommen, sobald die neue Halle einigermaßen fertig ist und ich da anfangen kann, was zu machen. Wir haben nicht ganz viel geiles Zeug liegen, wie ihr seht. Ne, das schon, ne? Bei sowas Geiles, ne? Könnt ihr euch vielleicht auf Videos freuen. In dem Sinne, schau, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wie gesagt, ihr habt was gelernt. Wenn ihr was wissen wollt, schreibt noch rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Denkt dran, liken und kommentieren. Danke!